Ah, ist das streng, die Gutzli-Teig auswallen und Kopf. Ah, hey. Jetzt komme ich gerade aus der Weihnachtsbäckerei. Jetzt habe ich gerade die letzten Gutzli aus dem Ofen genommen. Und jetzt muss man mal schauen, was ich hier alles gemacht habe. Ich habe alle Sorten gemacht, die in diesem Lied vorkommen, die ich dir nachher zeige. Jetzt musst du einfach mal schauen. Ach, sieben Sterne. Mailänderli, das ist ein ganz Lieblingsgut. Dirkel. Spitzbuben, Ring aus Wiesau, kennst die harten Leckerli von der Basler, gell? Krebeli, die sind sehr gesund für das Verdauungssystem, wenn sie Anis drin haben. Und Totenbeinchen, passt auch ein bisschen zum November noch. Und Pfeffernüsse. Und weißt du, was gibt es am Schluss? Hey, Puderzuckerschnee! Ich kann natürlich jedes Gutzli müssen probieren, mindestens zwei von jeder Sorte. Jetzt ist mir wahrscheinlich schlecht, aber ich glaube, jetzt ein bisschen singen würde mir gut tun. Darum stelle ich jetzt dir auch ein Lied vor, Zimmerstern habe ich gern. Für das Lied habe ich dir ein PDF, das du dann kannst, anfordern bei mir. Es ist natürlich die Melodie von Jingle Bells. Ich spiele sie gerade klingend, also dass man gerade für eine Frauenstimme mitsingen kann, weil die Melodie ja so bekannt ist. Bei diesem Lied mache ich es mal so, ich singe gerade mit. Und mach mal die Strophe. Das wäre 1, 2, 3. Es schmeckt zwar immer gut, wenn jemand wachen tut, aber der feinste Duft ist Weihnachtsgutzli Luft. Für uns ist alles wie Eis, der Nebel macht alles weiss, doch aus der Küche schmeckt es jetzt gerade wie Der kommt der weltberühmte, weltbekannte Refrain. Und der geht so. 1, 2, 3, 4. Zimmetstern hab ich gern, mein Länderli auch. Birkel und Spitzbuben und Ring aus Wiesau. Leckerli, Liebeli, Klebeli noch mehr. Totenbeinli, Pfeffernüsse mit Schnee. Ja, auf dem PDF, das ich dir dann schicken kann, hat es hier drei Begleitmuster. Ich zeige dir mal zuerst das mittlere. Das geht so, wenn ich jetzt hier den G-Dur-Griff drücke, dann hast du das. 1, 2 und 3, 4 und. Also ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab. Das ist das Muster. Als Vorspiel mache ich G, C, A mal D7. 1, 2, 3, 4. Es schmeckt zwar immer gut, wenn jemand wachen tut, aber der feinste Duft ist Weihnachtsgutzli Luft. Für uns ist alles wie Eis, der Nebel macht alles wie. Die Version als nächstes, die ich dir zeigen will, ist das Pattern 1. Also das wäre Daumen, Abschlag und gerade abdämpft. Also quasi 1, 2, 3, 4. Und du kannst es zuerst mal probieren, ganz langsam zu spielen. Also quasi, es schmeckt zwar immer gut, wenn jemand wachen tut und so weiter. Es gibt recht eine groovige, ein bisschen swingige Version und da musst du ein bisschen ausprobieren. Ich zeige es dir jetzt noch etwas schneller. Es wirkt so etwas Gypsy-Jazz-mässig. Also, es hat zwar kein Jazz-Akkord drin, es würde sagen, eher so etwas Pseudo-Gypsy-Jazz. Und zwar mache ich da noch einen Wechselbass. Also, ich mache immer den G-Akkord zum Beispiel. So. Dann gehe ich auf den Terz. Und so weiter.
Und schnell tönt das eigentlich ein bisschen so, oder? Und so weiter. Mit dem Vorspiel sieht das etwa so aus. 1, 2, 3, 4. Didaktischer Tipp, wie man das einbauen könnte, zum Beispiel der Refrain, dass die Kinder den Refrain von dem Lied schnell lernen. Dann hat die Gutzli hier, die aber nicht richtige Gutzli sind, leider aus Karton natürlich schön aufgemalt von einer befreundeten Kindergärtnerin, die das gemacht hat mit ihren Kindergärtlern. Und zwar jedes Mal, wenn das eben kommt, im Refrain hebt es dann das Gutzli auf. Die gibt dann irgendwie einem Kind das und einem das und dann macht er das, hebt es auf und dann kommt der nächste und so weiter. Also etwa so quasi. Zimmerstern habe ich gern, Mailänderli auch, Dirkel und Spitzbuben, genau, und Ring aus Willisau, Leckerli, Liebeni, Kräbeli noch mit, Totenbeinli, Pfeffernüsse mit Puder, Zucker, Schnee, yes! Das wäre der Ablauf. Wahrscheinlich läuft es im Kindergarten noch ein bisschen chaotischer ab als bei mir. Aber das könnte man so als Idee. Natürlich macht da selber etwas draus. Kannst du einfach nur ein Gutzli essen, macht ja Sinn. Plus kombiniere ich noch zwei Muster. Und zwar das erste mit dem quasi Pseudo-Gypsy-Jazz-Muster. Und das letzte, das wäre das hier. Mache ich den Refrain. Ich mache. Und ich spiele das Lied auch leicht geswingt. 3, 4. Es schmeckt zwar immer gut, wenn jemand wachen tut, aber ein feinster Duft ist wie nachts gut die Luft. Für uns ist alles wie Eis, der Hebel macht alles weiss. Und aus der Küche schmeckt jetzt gerade wie aus dem Paradies. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas profitieren von diesem Lied. Hat dich vielleicht auch ein bisschen animiert, um ganz viel Gutzli zu machen. Dann vielleicht hast du noch das hier, das Betty Bossi. Das ist der Klassiker. Der ist aber leider vergriffen. Da ist extrem viele Sorten drin. Also ich wünsche dir sicher noch ein gutes Gelingen für alles. Und schöne Zeit. Und ich ziehe mir jetzt noch ein bisschen Puderzuckerschnee rein. Mal schauen. Ah nein, das ist ja gar nicht das.